Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 unseres Kells. Wir haben in der letzten Woche ja den Anfang gemacht und sind jetzt bei der ersten Reihe unserer Blüte und unserer Blume geendet. Und jetzt folgt direkt Reihe 2. Um jetzt hier, ich muss euch nochmal kurz verschieben. Sorry, falls euch jetzt schlecht ist. Wir müssen jetzt einmal hier auf dieses Stäbchen kommen. Und dazu machen wir Kettmaschen, um dahin zu gelangen. Und dann suchen wir uns hier, das ist unser V, wo wir jetzt quasi wieder beginnen, suchen wir uns hier einmal die erste Masche aus, machen da eine Kettmasche rein, suchen uns da die nächste Masche aus, machen da auch eine Kettmasche rein und jetzt noch eine Kettmasche in das Stäbchen. Somit sind wir jetzt quasi hier über dem Stäbchen gelandet. Das ist unsere Ausgangsbasis. Wir starten die Runde mit 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt gehen wir genau in die Mitte von unserer Blume. Das wäre hier, ne? Das ist unsere Mitte. Wenn man das so ein bisschen von unten mit dem Finger hochdrückt, sieht man auch das Loch ganz gut. Und da häkeln wir jetzt noch 2 Blütenblätter rein, um das Ganze dann zu komplettieren. So heißt es, glaube ich. Ne? 1, 2, 3 zusammen abgemaschte Stäbchen. Ne? Macht ihr dreimal den Anfang für ein Stäbchen. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 Schlaufen auf der Nadel und ziehen den Faden einmal durch alle 4 Schlaufen durch. Das wäre also unser erstes Blütenblatt von dieser Reihe. 3 Luftmaschen und ein weiteres Blütenblatt herein. Also wieder in die Mitte einstechen. Ein angefangenes, zusammen abgemaschtes Stäbchen. Das zweite und das dritte. Jetzt wieder 3 Luftmaschen. Jetzt müssen wir das Ganze befestigen und dafür haben wir uns dieses V gehäkelt. Da kommt jetzt ein Stäbchen drumherum. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Man kann also jetzt ganz gut die Blume erkennen. Und damit machen wir jetzt weiter. Ich zeige euch das nochmal. Das ist jetzt der Mustersatz, der jetzt für die komplette Runde folgt. 3 Luftmaschen, ein Umschlag. Wir stechen in der Mitte von unserer Blume ein. Da. Holen uns den Faden und gehen über 2 Fäden. Umschlag, einstechen, Faden holen. 2 Schlaufen abmaschen. Umschlag, einstechen, Faden holen, 2 Schlaufen abmaschen. Jetzt habt ihr die 3 angefangenen Stäbchen auf der Nadel und die werden zusammen abgemascht. 3 Luftmaschen kommen immer zwischen diese 2 Blütenblätter und jetzt häkelt ihr das zweite Blütenblatt. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen um das große V. So, das geht rucki zucki. Damit haben wir jetzt schon 2 Blumen fertig. Und ich zeige es noch einmal und dann seid ihr good to go. 3 Luftmaschen. In die Mitte. 3
zusammen abgemaschte Stäbchen. Drei Luftmaschen und nochmal drei zusammen abgemaschte Stäbchen. Da kommt ein kleiner Knoten. Ah, okay. Drei Luftmaschen und unser großes V wird wieder mit einem Stäbchen umhäkelt. So, das sind jetzt drei Blumen nebeneinander. Ich finde das sehr hübsch. Das ist sehr dekorativ, gerade so für das Dekolleté. Und das Ganze macht ihr jetzt einmal rundherum. Und wenn wir hier am Ende sind, dann sehen wir uns gleich wieder. Die Reihe ist jetzt fertig. Das ist unsere letzte Blume. Hier ist unser Anfang. Und jetzt beenden wir das Ganze, indem wir nochmal drei Luftmaschen machen. Und suchen uns hier, das sind unsere sechs Luftmaschen vom Anfang, und suchen uns hier die dritte Luftmasche vom runden Anfang. Machen da eine Kettmasche rein. Und somit wäre unsere zweite Blumenreihe beendet. Und jetzt habt ihr schon ein richtig schickes Dekolleté. Es geht direkt weiter mit der nächsten Reihe. Die ist ganz einfach. Da häkeln wir jetzt in und um jede folgende Masche ein ganzes Stäbchen. Das sieht folgendermaßen aus. Wir starten mit drei Luftmaschen, häkeln in unseren ersten Luftmaschenbogen drei Stäbchen. Die könnt ihr einfach drumherum häkeln. Drei. Jetzt häkeln wir ein Stäbchen auf unser Blütenblatt. Ich steche meistens hier ein, weil man da mal so schlecht reinkommt. Das ist aber egal. Das ist eine Masche. Dann drei Luftmaschen von der Vorrunde, wieder drei Stäbchen. Also es ist quasi immer ein Stäbchen in jede Masche. Da ist unser Blütenblatt. Ich nehme also immer das große Loch zum Einstechen. Das ist ein bisschen einfacher. Der Luftmaschenbogen, wieder drei. Das Stäbchen der Vorrunde, da kommt ein Stäbchen rein. Der Luftmaschenbogen, wieder drei. Unser Blütenblatt, ein Stäbchen, Luftmaschenbogen, drei Stäbchen. Dadurch, dass mein Bobbel hier umgewickelt ist, muss ich mir immer ein bisschen Wolle abziehen, bis ich wieder irgendwann in der Mitte rauskomme und einfacher ziehen kann. Blütenblatt, ein Stäbchen. Luftmaschenbogen, drei Stäbchen, Stäbchen auf Stäbchen, Luftmaschenbogen, drei Stäbchen. Also wie gesagt, ganz einfache Runde und dann sehen wir uns am Ende der Runde wieder. Wir sind am Ende der Reihe angekommen. Im letzten Luftmaschenbogen kommen noch mal drei Stäbchen und jetzt beenden wir das Ganze mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche vom runden Anfang. Bei mir hat sich jetzt auch schon der erste Farbwechsel hier gezeigt, der übrigens überhaupt nicht schön verknotet ist. Ich weiß nicht, was da los ist, aber gut, das können wir nachher noch beheben. Jetzt sieht das Ganze so aus. Und wir haben jetzt 228 Stäbchen. Es geht weiter mit der nächsten Runde. Ich habe irgendwie heute
schon wieder so ein Frosch im Hals, keine Stimme. Das ist irgendwie schon seit Tagen. Lasst euch nicht stören. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Start mit 3 Luftmaschen. Und 2 Stäbchen. 1. 2. Jetzt machen wir 2 Luftmaschen und übergehen 6 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und in die 7. Masche kommt jetzt eine halbe Blume. Und die sieht folgendermaßen aus. Wir fangen an mit 3 zusammen abgemaschten Stäbchen. 1. 2, 3, wir maschen die zusammen ab, häkeln 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, in die gleiche Masche nochmal 3 zusammen abgemaschte Stäbchen, 1, 2, 3, zusammen abmaschen, 3 Luftmaschen und ein drittes Blütenblatt. Also nochmal 3 zusammen abgemaschte Stäbchen. Das ist also jetzt alles in einer Masche. 3 zusammen abgemaschte Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 zusammen abgemaschte Stäbchen, 3 Luftmaschen. 3 zusammen abgemaschte Stäbchen. Jetzt folgen 2 Luftmaschen. Wir übergehen wieder 6 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und häkeln in die 7. ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen, 6 Maschen übergehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und in die 7. kommt eine neue halbe Blume. 3 zusammen abgemaschte Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 zusammen abgemaschte Stäbchen, 3 Luftmaschen und nochmal 3 zusammen abgemaschte Stäbchen. Zwei Luftmaschen, 6 Maschen übergehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, in die 7. ein Stäbchen. Und das ist jetzt quasi unser Mustersatz. Wir häkeln immer eine halbe Blume, übergehen 6 Maschen, häkeln ein Stäbchen, übergehen 6 Maschen, häkeln eine halbe Blume, übergehen 6 Maschen, häkeln ein Stäbchen. Das Ganze macht ihr wieder bis zum Rundenende und dann sehen wir uns da wieder. Wir sind am Ende unserer Runde angekommen, haben eine Blüte, eine halbe Blume gehäkelt, 6 Maschen übergangen, ein Stäbchen und bei mir sind jetzt hier noch 4 Maschen übrig oder 3, wenn man das hier nicht mitzählt. Selbst wenn 4 oder 5, falls ihr euch irgendwo verzählt habt, übrig sind, ist nicht schlimm. Ihr beendet das jetzt so mit einem Stäbchen und setzt auf die letzten Maschen Stäbchen. Also bei mir sind das jetzt noch 1, 2, 3. Dann machen wir eine Kettmasche, wieder in die 3. Luftmasche vom runden Anfang. Rausgeflutscht.
und starten direkt mit der nächsten Runde. Die beginnt mit 6 Luftmaschen. Jetzt muss ich gucken, ich habe mir das alles aufgeschrieben. Wo sind wir denn jetzt? Na genau. Wir übergehen ein Stäbchen und machen in das nächste Stäbchen eine feste Masche. Mal Faden holen. Dann häkeln wir 4 Luftmaschen. Übergehen ein Stäbchen. Machen eine feste Masche um den Luftmaschenbogen. 4 Luftmaschen. Wir übergehen das Blütenblatt und machen eine feste Masche um den Luftmaschenbogen. 4 Luftmaschen. Übergehen das Blütenblatt und machen wieder eine feste Masche um den Luftmaschenbogen. 4 Luftmaschen. Übergehen das Blütenblatt, eine feste Masche um den Luftmaschenbogen. 4 Luftmaschen, Stäbchen übergehen, eine feste Masche um den Luftmaschenbogen. 4 Luftmaschen, Blütenblatt übergehen, eine feste Masche um den Luftmaschenbogen. 4 Luftmaschen, eine Masche übergehen, eine feste Masche um den Luftmaschenbogen. 4 Luftmaschen, Blütenblatt übergehen, eine feste Masche um den Luftmaschenbogen. Und das ist jetzt schon unsere ganze Reihe. Wir häkeln also immer 4 Luftmaschen, eine feste Masche um die Luftmaschenbögen. Und das macht ihr bis zum Ende der Reihe. So, am Ende der Runde angekommen. Haben wir hier noch unsere 4 Stäbchen. Machen nochmal 4 Luftmaschen. Überspringen 2. Eine feste Masche. 4 Luftmaschen. Überspringen das letzte und machen hier in die 1, 2, dritte Luftmasche vom runden Anfang unsere Kettmasche rein. So, jetzt habt ihr quasi immer so Bögen. Kleine Bögen gehäkelt und in diese Bögen häkeln wir jetzt als nächstes Stäbchen. Das ist auch unsere letzte Runde für die zweite Woche, Teil 2. Und dann sehen wir uns nämlich danach die Woche hoffentlich wieder. Also, wir starten mit 3 Luftmaschen und häkeln in unseren ersten Luftmaschenbogen. Muss ich gerade gucken, habe ich 4 oder 3 Stäbchen gehäkelt? 4. 4? Gucken wir lieber nochmal bei unserem fertigen Kleid. Ich habe 4 aufgeschrieben, aber das kommt mir so viel vor. Aber wie ihr seht, ist es richtig. 4 Stäbchen. Früher Morgen, ne? Also. 1, 2. 3, 4. Wir übergehen unsere feste Masche und häkeln um den nächsten Luftmaschenbogen 4 Stäbchen. Feste Masche übergehen, 4 Stäbchen. Feste Masche übergehen und 4 Stäbchen. Ganz einfache Runde. Die könnt ihr auch super alleine beenden, denn ihr häkelt einfach diesen Mustersatz mit 4 Stäbchen um jeden Luftmaschenbogen. Hier bis zum Ende weiter in den letzten Luftmaschenbogen nochmal 4 Stäbchen und dann eine Kettmasche. Und dann würde euer
Rundpasse nach Woche 2 so aussehen. Und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann, schöne Woche, bleibt gesund, tschüss.